mein Leben für ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3 Reforged. Ich bin Aram und in dem heutigen Spiel spiele ich ein 1 vs 1, habe random gewählt, Undead bekommen mit und mein Gegner spielt ebenfalls random. Die Verdammten ja, es handelt bereit. Sich hierbei Wo um soll eine mein Blut vergossen werden? Sehr kleine Map, ja wahrscheinlich sogar um die kleinste überhaupt. Echo Island und hier werde ich auf jeden Fall erstmal eine Heal-Strategie spielen. Mein Schicksal die Verdammten stehen bereit. Bau das Ding in einen. Ja, und später wahrscheinlich auf Fiends switchen. Aber mal sehen. Auf jeden Fall starte ich mit Ghoulen. Und eventuell spiele ich hier sogar noch Fast Exe. Echo Island eigentlich eine super Map dafür. Ja, Meister. First Hero wäre dann der Gruftlord. Wo soll mein Blut also damit geht's mit Abstand am besten, würde ich behaupten. Ja, das versuchen wir einfach mal. Fast Exe mit Gruftlord. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Nur dazu Ghule. Die Verdammten stehen und dann bereit. Später mal sehen. Entweder Mass Fiends pumpen. Die Beschwörung oder, ja, ist erstmal sehen, was der Gegner überhaupt ist. Euer Befehl, Meister. Mein Schicksal jetzt ist doch schon relativ früh den Friedhof. Ich gehorche mit Freuden. Damit ich dann gegebenenfalls auf Fiends switchen kann. Ich beuge mich eurem Willen. Die Beschwörung ja, ist abgeschlossen. Und damit ich natürlich auch mit dem Gruftlord dort gleich mal ein paar Käfer beschwören kann. Obwohl, ich glaube, der wird nicht mehr rechtzeitig fertig, aber im Notfall kann ich immer wieder zurückrennen und dann ein paar Käfer beschwören. Die Beschwörung ist im Bau. Ja, der ist fertig, bevor der Friedhof fertig ist. Kaufen wir uns gleich noch ein paar Skelettzauberstäbe. So, mal gucken. Da haben wir ein kleines Schaf. Es ist mehr Gold erforderlich. Nichts kommt meiner Macht gleich. Ich diene nur dem. Und auf zum ersten Krieg. Die Beschwörung ist gucken, ob gleich der Blade Master vor der Tür steht. Angriff. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass der Gegner Ork spielt. Ja, ich brauche vorsichtshalber auch meinen Zigarett aus. Ich habe ja noch überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt. Einige werden jetzt sagen, ich bin selber schuld, hätte es der Scouten gehen können. Ja, mache ich jetzt mit dem einen Käfer. Handschuhe der Hass gefunden. Ah, und da rennt mir schon was entgegen. Der Phasier. Also okay, Ork ist es, aber kein Blade Master, sondern der Phasier. Und es sieht so aus, als würde er auch zu mir rüberkommen wollen. Also mit einer Fast-Exe wird jetzt doch eher schwierig. Aber mal sehen. So viele Käfer und alles muss man auch erstmal aufhalten können. Kommt, wir gehen runter, wir machen's. Ziehen wir jetzt voll durch. Euer Befehl, Meister. Akolyten auch gleich runterholen. Ich beuge mich eurem Willen. Und auch Stufe 2 erreicht. Mein Leben für Stufe Knock-up. Euer Wille geschehe. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. So, zwei Skelette mal losschicken. Damit ich auch sehe, wo der Gegner sich die findet. Die Verdammten stehen bereit. Ich wünsche nur zu dienen. Aber wenn er jetzt kommen würde und mir hier alles einreißt, wäre ein bisschen zu teuer. Die Verdammten stehen bereit. Aber er scheint nicht in der Nähe zu sein. Unsere Streitkräfte. Gucken, da sehen wir ihn schon. Macht also seine Mine frei.
Die verdammten die Beschwörung Stäbe ist abgeschlossen. Das ist aber nicht am Expandieren. Die Beschwörung ist und abgeschlossen. Zweifellos. So, und mein Ziel ist es jetzt einfach nur, ihn wegzulocken. Die verdammten und ab in den Tech. Einfach ein bisschen von meiner Echse weglocken. Unsere Streitkräfte in der Zwischenzeit kurz das Schaf killen. Ich habe die Luft vernommen. Pervers. Ich habe die Luft vernommen. Nichts kommt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Kostet das Gift von mir. Es ist mir nicht mehr viele Käfer übrig. Pervers. Ziehe ich mich mal zurück. Erste Fiend jetzt aber auch schon da. Also läuft eigentlich alles nach Plan bis jetzt. Da muss ich die Ziggurat selbstverständlich auch noch ausbauen. Aber es hat bis jetzt wirklich alles so geklappt, wie es klappen soll. Da ich jetzt auch schon im Tag bin, werde ich auch keine Probleme kriegen, sollte er gleich auf Mars Wyvern oder sowas gehen. Das Einzige, was halt immer so eine Sache ist bei der Taktik. Ja, ich habe keinen Mana. Die ganze Zeit ohne Mana. Ich habe den Ausbau abgeschlossen. Aber dafür baue ich gleich ein paar Statuen. Und dann ist auch das Problem erledigt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Nichts kommt meiner Macht gleich. Die Zeit fliegt dahin. Ah, schön, wenn man eine Exa hat und unter 50 Supply ist. Ich kann die ganze Zeit Einheiten pumpen. Na, das ist ein Schild wieder. Ich skill mal wieder die Käfer. Ork hat damit, glaube ich, die größten Probleme. Ausbau abgeschlossen. Da Orks ja. Ja, wenn sie was zum Despellen bauen, eh nur Schamanen bauen. Und die müssen halt alles einzeln reinigen. Euer Befehl, Meister. Da werden Spirit Walker wesentlich besser für geeignet. Aber die sieht man ja fast gar nicht mehr, wollte ich sagen. Und in dem Augenblick werde ich da unten angegriffen. Er hat jetzt einen Second Hero dabei, aber einen sehr, sehr angeschlagenen, beziehungsweise toten Grunt. Wo soll mein Blut so, die eine Fiend. Ein bisschen zurück, Maikron, stirbt aber. Wen wollt ihr töten? Naja, nutzt den Unverwundbarkeitstrank. Boah. Aber er hat auch nur einen Grunt dabei. Zweifellos. Wer weiß, das sollen bestimmt mal Swivern oder so werden. Hat er sich bestimmt bei mir in einem der letzten Games abgeguckt. Aber wenn man das spielen will, muss man den Gegner halt wirklich richtig unter Druck setzen und ärgern. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich habe jetzt schon 5 Fiends. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, jetzt habe ich 5. Bis eben waren es noch 4. Die Verdammten stehen bereit. Die Zeit fliegt dahin. Und dazu jetzt auch noch den Death Knight, mit dem ich meine Fiends auch noch hochheilen kann. Ist nur so eine Vermutung, dass er da spielt, aber was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Er kann halt auch komplett durch auf Tauchen gehen oder sowas. Ich diene nur dem Frost. Macht halt auch wenig Sinn, dann spiele ich Destroyer. Okay, da kommt er mit Wyvern. Lass mich dir gerufen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Nichts kommt meiner Macht gleich. Nicht die schönste Position hier zum Kämpfen, aber geht so. Vernünftig Mikron hier alles. Ja, die Fiend lebt auch noch, wunderbar. Nächste Wyvern tot. Ja, und da geht er schon raus.
In letzter Zeit viele kurze Runden, muss ich sagen. Aber was willst du machen? Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.